So, sollte das Sack-Ripple-Verfahren nicht am Donnerstag zum Ende kommen, ich könnte wetten, die Wale nutzen das für den Pump. Was denkst du? Unabhängig davon, ob es zu Ende kommen wird oder nicht, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen gehabt, 96% aller SEC-Anzeigen, die enden mit einem Settlement. Das heißt, es kommt nicht zu diesem richtigen Verfahren, sondern die einigen sich darauf, dass man eine Strafe zahlt und dann ist das durch. Und viele vermuten jetzt ja, dass sie das nochmal, die haben ja jetzt BitConnect, die alten Akteure von BitConnect verklagt und haben das gleiche vorgeworfen, was die Ripple vorgeworfen haben. Und ich glaube, die wollen einfach nicht abtreten mit so einer Niederlage gegen Ripple, ohne dass sie neues Opfer gefunden haben und den der Öffentlichkeit präsentieren können, so, ja, schaut mal, Ripple ist ganz lieb, die waren ganz cool, war ein Missverständnis, aber trotzdem zahlt man diese Strafe und alles ist gut. Aber diese BitConnect, jetzt haben wir einen neuen Sündentäter hier, ne? Und ich glaube, darum werden die das wahrscheinlich verzögern bis Ende nächsten Monats. Und eventuell dann wird ein Settlement kommen, dass die Wale solche Ereignisse immer nutzen, um zu pumpen, damit das realistisch wirkt, damit sagen, ja, guck mal, die ganzen Exchanges listen das jetzt auf einmal wieder und darum ist es, klar wird es darum richtig pumpen. Aber die Wale nutzen das noch einmal und pushen noch mal richtig das Zeug hoch. Viele Hedgefonds-Management-Firmen, die XRP abgestoßen haben aufgrund der Klage, die werden natürlich auch wieder neue nachkaufen, ne? Und es wird ein riesen Ketteneffekt entstehen, meines Erachtens nach, was den Preis richtig pushen wird. Da kommen natürlich die ganzen krassen XRP-Fanboys und werden sagen, ja, guck mal hier, wir haben es euch gesagt. Hat aber nichts mit Utility zu tun noch. Ihr wisst, das größte Investment, was wir haben in unserem Portfolio, mein privates ist zu 70% in XRP und Crypto Heroes hat ungefähr 50% in XRP drin. Das heißt, wir haben da riesen Vertrauen in das Projekt und in den Token. Allerdings bin ich da nicht so erblindet und so emotional dabei. Mein Token, oh, jetzt ich habe es euch gesagt, es wird immer noch manipuliert sein. Es hat dann immer noch nichts mit Utility und noch nichts mit Anwendung zu tun. Das braucht dann halt noch ein bisschen. Aber bis wir diese Anwendung finden werden, ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Wale das so manipulieren, weil wir dann eventuell da etwas mitverdienen können. Bis irgendwann natürlich die Regulatorien kommen und dann wir einen höheren Preis haben werden, wenn wir eine Anwendung finden werden, wenn wir einen höheren Preis finden. Es wird zwar immer noch fluktuieren, aber nie wieder so stark wie jetzt. Dann können wir halt zu diesen sehr hohen Preisen entweder noch einen großen Stack über mehrere Jahre noch halten oder zu hohen Preisen verkaufen und unsere Gewinne rausziehen.